Hallo liebe Zuschauer, ich bin der Shahin, mein Sohn hinter der Kamera heißt Khan. Wir zeigen euch heute eine sehr schöne Villa im Bektasch. Auf der linken Seite haben wir unsere Burgberg, wunderschöne Meer und Alanya-Blick. Wie immer starten wir direkt vom Eingangsbereich los und währenddessen gebe ich die Eckdaten einzelne durch, also bis gleich. So, wie schon erwähnt, wir sind direkt im Bektasch. Vom Strand ungefähr 1,9 Kilometer. Wir sind nicht weit oben, also wir sind schon unten im Backtischbereich. Hier auf der rechten Seite ist unser Zufahrtsbereich. Und hier und da drüben ist unser Eingangsbereich. Das ist ein Gemeinschaftsvillenbereich. So, jetzt gehe ich mal direkt in die Villa. So, hereinspaziert bitte. Also die Bruttofläche für diese Villa beträgt 350 Quadratmeter. Die Nettofläche beträgt 275 Quadratmeter. Es ist eine 3 plus 2. Also 2 Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer und 4 Badezimmer und eine große Terrassenoberetage. Wir haben hier richtig schöne Küche. Alle E-Geräte sind da. Die sind auch vom Beko. Großen Kühlschrank. Mikrowelle, Herd, Backofen ist alles da. Unser großes Esstisch, riesen Fensterfront, so, hier ist unser Stadtbereich, richtig toller Ausblick, Alanya, auf der linken Seite sieht man leider Burgberg, nicht nur von oberen Etagen. Unsere Sitzgarnitur auf der rechten Seite sind schön mit Grau, wir haben einen großen Fernseher hier stehen. Ebenso unsere Stuckbeleuchtung kann sich auch sehen lassen. Das hier ist unser Wohnbereich. Wir gehen jetzt gleich runter. Entschuldigung, wir zeigen erst auch mal unsere Badezimmer für diese Etage. Ja, toll mit den weißen Fliesen. Ebenso unsere Holzfliesenoptik. Ja, niegelnagelneue Badezimmer. Baujahr beträgt der 2022-23 ist erst fertiggestellt worden. Richtig toll, ja, noch ungebraucht. Wir gehen jetzt gleich runter und dann zeigen wir die untere Etage. Da ist noch ein Wohnbereich, also bis gleich. So, in der unteren Etage ist ja nochmal Wohnbereich. Jetzt gehen wir gleich ins Badezimmer. Riesengroß, richtig schöne Spiegel mit versteckter Beleuchtung, Doppelwaschbecken, etwas Granit, tolle Badezimmerunterschränke. Wir haben auch zwei neue E-Geräte bzw. Trockner und eine Waschmaschine. Ja, WC und große Jacuzzi auf dieser Seite. Shampoo-Ablage sind insgesamt 4-5 Stück und wir haben hier noch sogar eine extra Dusche drin. Ja, toll haben sie hier das gemacht. Finde ich ganz nett. Und dann haben wir hier unsere 60x60 Fliesen, sind in Cremefarbe. Auf der rechten Seite haben wir noch eine Küche, ja, ist auch eine offene Küche. Man könnte hier den extra Wohnbereich machen, richtig toll. Was hier fehlt, ist vielleicht hier noch ein Mini-Kühlschrank oder vielleicht eine Spülmaschine. Jetzt gehen wir mal hier raus zu unserem Gartenbereich. Das hier ist unser Garten. Wir haben hier insgesamt 6 Villen und insgesamt 4 Villen haben ihre eigenen Poolbereich. Nur dieses hier nicht. Ja, da hat das Geld wahrscheinlich nicht ausgereicht. Man könnte hier noch einen eigenen Pool bauen. Müsste ungefähr zwischen 15.000 bis 17.000 Euro kosten. Ja, ich erwähne natürlich noch den Preis nicht ganz. Erst wenn wir ganz oben angekommen sind. Ja, unsere Garten streckt sich hier weiter rechts raus. Hier vorne ist alles unverbaulich, weil wir haben ja schon hier eine Villa stehen. Unser Garten geht ja weiter vor und auf der linken Seite noch. Ist eine recht ruhige Gegend, absolut top. Ja, wir haben hier nochmal eine Gartenfläche, Grünfläche. So, und jetzt begeben wir uns erste Obergeschoss, damit wir auch mal die Schlafzimmer zeigen können. Also bis gleich. Ja, liebe Leute, richtig tolle Fensterfront, ist ja ein Colorglas
Unsere Treppenstufen sind aus echtem Marmor. Und hier haben wir unser erstes Schlafzimmer. Das hier wäre eigentlich für mich ein Kinderzimmer oder vielleicht ein Gästezimmer. Wir haben hier draußen nochmal einen Balkon. Können wir auch mal kurz rausgehen. Ja, von hier haben wir auch auf der linken Seite ein bisschen Burgbergblick und richtig schön Alanya und Talblick. Hier am Boden haben wir 20 auf 60 cm Fliesen. Und wir haben ein Doppelbett, 1,80 auf 2 Meter. Diese Zimmer müsste ungefähr zwischen 9 bis 11 Quadratmeter sein. Wir haben hier nochmal ein Badezimmer auf dieser Etage. Auch schön mit dem Duschkabine. Alles nagelneu. Können wir auch kurz mal reinzeigen, ja, dass man das auch mal gesehen hat. Unsere WC, Waschbecken auf der linken Seite. Und hier haben wir unsere Wäschekorb unten. Man könnte auch seine Waschmaschine hier auch noch anschließen, wenn man möchte. So, ich gehe mal jetzt kurz raus, muss rückwärts laufen, Vorsicht. So, das hier ist das Kinderzimmer. Ja, da steht ja ein Bett. Richtig schön fein. Was ist das? Ein Ferrari? Nein, ein Corvette. Entschuldigung. Ja, ist ein Corvette-Bett. Sieht auch toll aus. Und auch eine riesengroße Fensterfront. Mache ich mal kurz hier die Tür auf. Das ist ein französisches Balkon. Ja, aus Sicherheitsgründen haben sie hier extra noch ein Geländer hingemacht, damit man nicht rausfliegt. Also meiner Meinung nach könnte man das hier sogar als Hauptschlafzimmer nehmen. Sehr groß. Ja, hier könnte man, finde ich, einen Garderobenraum draus machen. Da hat man auch genug Platz. Wir haben eine Klimaanlage hier auf die Seite, die könnte man auch rüber verlegen. Toll sieht es aus, auch mit der versteckten Beleuchtung bzw. Stuckbeleuchtung. Ja, jetzt laufen wir mal weiter auf die oberste Etage, also wir sehen uns gleich. So, jetzt sind wir ganz oben gelangt. Ja, unsere letzte Etage von oben. Hier haben wir nochmal eine Küche drin, auch richtig toll mit den Fliesen an den Wand. Ja, wir haben oben noch jede Menge Stauplatz. Wir haben hier nochmal extra einen Platz für eine Waschmaschine, Entschuldigung, eine Spülmaschine. Wir haben jede Menge Schubläden hier. Das ist auch mal toll. Ich würde sogar eine Minibar hier reinstellen, statt eine Waschmaschine oder Spülmaschine oder sonst irgendwas, damit ich nicht runterlaufen muss. Das hier ist unser Master Bedroom. Ja, und zwar unsere Klimaanlage ist mit Wi-Fi bedienbar. Hier haben wir unsere Bad & Suite. Großes Doppelbett mit zwei Nachtkommoden rechts und links. Die Möbel sind ungebraucht, genauso die E-Geräte. So, jetzt gehen wir mal raus zu unserer Dachterrasse. Ja, lieber Leute, allein unsere Dachterrasse kann sich auch sehen lassen. Sehr groß, ja, toll. Oben haben wir richtig schön mit ja, Balkonverglasung oder beziehungsweise Glasgeländer. Sieht auch toll aus. Unten ist alles komplett noch frei. Wir haben freien Blick auf das Meer, Berg und Burgblick auf der linken Seite. 275 Quadratmeter netto Wohnfläche. Wir haben insgesamt 4 Badezimmer, 3 Küchen, 2 Wohnbereiche, 3 Schlafzimmer, eine Riesenterrasse hier in oberer Etage, eine große Terrassenbereich unten am Gartenbereich. Da kann man auch seine eigene Pool noch bauen, ist gar kein Problem. Zwischen 15.000 bis 17.000 Euro kostet es. Wer sich dafür interessiert, oh Entschuldigung, der Preis für diese Immobilie beträgt 449.000 Euro. Ja, Backtasch, Nobelgegend, für diesen Preis bekommt man selten was. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal.